die Kosmetikindustrie redet uns ziemlich erfolgreich ein, Männer sind immer so alt, wie sie sich fühlen und Frauen sind immer so alt, wie sie sich anfühlen. Wie sehe ich aus? Bei der Frage habe ich eigentlich jetzt schon verloren. Gut. Noch ein Buchstabe weniger und es ist ein Geräusch. Schön. Welches schön? Schön. Bezaubernd, elegant. Gesund. Wohlgenährt. Kräftig. Dick. Sportlich. Welche Art von Sport? Irgendwas mit Pferden. Wow, in dem Hosenteil hast du voll den sexy Po. Echt? Bobby findet, ich hab einen Pferdearsch. Hatten Sie einen Sohn, der zu Lebzeiten als Emmett Till bekannt war? Ja, Sir. Hat er in Chicago jemals Ärger gemacht? Nicht mehr als andere Jungen auch. Haben Sie Ihren Sohn ermahnt, wie er sich hier in Mississippi zu benehmen hat? Emmett, hörst du mir zu? Sie haben andere Regeln für uns. Wenn du dort bist, mach dich klein. Emmett wollte eigentlich nur in die Ferien fahren und sich mit seinen Cousins vergnügen. Er sollte einfach ein Junge sein und nicht erleben müssen, dass man ihn seiner Kindheit beraubt. Er hätte nie gedacht, dass ihm etwas passiert. Ist das der Neger? In Mississippi wurde die Leiche von Emmett Lewis Till gefunden. Ich sollte Sie vorwarnen. Bringst du mir Emmets schwarzen Anzug? So gesehen zu werden, wäre ihm recht. Bo ist in keinem Zustand, um gesehen zu werden. Nein, er ist in genau dem richtigen Zustand dafür. Der Geruch ist vom Leichnam meines Sohnes. Stinkend nach Hass und Rassismus. Kommen Sie bitte mit mir. Die ganze Welt soll Zeuge sein, was mit meinem Sohn geschehen ist. Die Fotos haben das Leben der Menschen verändert. Mamie, die Öffentlichkeit schenkt dem Thema gerade Aufmerksamkeit. Das ist eine greifbare Chance. Glaubst du, wenn du dein Leben riskierst, hilfst du Bo? Ich muss stark sein. Für mein Kind. Und was ist mit meinem Kind? Noch nie hat ein Negro in dieser Gegend gegen einen Weißen gesprochen und es überlebt. Vor einem Monat hatte ich eine gemütliche Wohnung in Chicago. Ich hatte einen Sohn. Wenn irgendeinem Farbigen im Süden etwas zugestoßen ist, sagte ich mir, was geht mich das an? Und jetzt ist mir klar geworden, wie sehr ich mich geirrt habe. Wenn uns irgendwo auf der Welt etwas Schlimmes widerfährt, dann geht uns das alle an. Was machst du hier? Nicholas war seit fast einem Monat nicht mehr in der Schule. Ich wollte dich fragen, wie es dir geht. Ist etwas passiert? Ist dir klar, dass die erwägen, dich von der Schule zu werfen? Kann ich bei dir wohnen? Du hast gesagt, du fühlst dich Gleichaltrigen nicht nahe? Dein anderer Sohn braucht dich auch. Und du arbeitest immer. Hat er über die Scheidung gesprochen? Ich habe versucht, für dich da zu sein, dir Stärke zu vermitteln. Was ist los? Nimmst du Drogen? Glaubst du, du kannst einfach immer nur tun, wonach dir ist? Ich weiß nicht, was gerade mit mir passiert. Ich fühle mich wie eine komplette Versagerin. Ich war nicht für ihn da. Wir waren so glücklich in unserer kleinen Familie. Du hältst selbstgerecht Vorträge über das Leben und dann lässt du uns einfach so fallen. Ich hab das Recht, mir ein neues Leben zu gestalten. Hallo, Sohn. Du willst mir sagen, was für ein toller Vater du bist? Was willst du? Applaus? Er ist mein kleiner Junge. Ich kann ihn nicht aufgeben. Thank you.
Guten Morgen zusammen. Willkommen im ersten Jahr der Sekundarstufe. Darf ich euch mal was fragen? Seid ihr zwei zusammen? Wir sind wirklich kein Paar. Ich glaube, sie sind gute Freunde plus. Nein, wir sind beste Freunde im Sinne von Brüdern. Aber wir sind nicht irgendwie... Wohl ein bisschen mehr wie Brüder. Na, und? Bist du mit Remy in einer Klasse? Gut machst du das. Gut so. Das ist gut. Sehr gut, sehr gut. Und weiter. Was machst du hier? Na los, schneller! Leo, sonst wartest du doch immer auf mich. Schläfst du heute bei Remy? Nein. Warum nicht? Hey. Harry? Ja. Remy? Ist nicht da. Leo! Los! Ja, sehr gut! Klasse! Los! Beruhig dich! Kollegen, wir haben einen Fall. Justus Jonas von den drei Detektiven? Die berühmtesten Detektive der Welt. Dieses unverschämte Plappermaul treibt mich noch in den Wahnsinn. Noch eine Vase. Eine römische Amphore, Tante Mathilda. Keine Vase. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherche und Archiv Bob Andrews. Wir machen ein Praktikum bei meinem Dad, Justus. Drei Fragezeichen in Rumänien. Herzlich willkommen auf Schloss Piatra. Ein altes Schloss. Ein verschwundener Junge. Führen Justus, Peter und Bob in ihr spannendstes Abenteuer. Wow! Bist du schon wieder im Detektivmodus? Ich habe mich wirklich eingesetzt für euer Praktikum. Kollegen, wir haben einen Fall. Können Sie das Rätsel lösen? Niemand verschwindet spurlos. Leute, das war echt knapp. Fingerspitzengefühl, Erster. Das war ja bekanntlich noch nie deine Stärke. Hier spukt's. Wow. Vlad Draculea, der Drache. Dracula? Wir müssen heute Abend nochmal in den Gang. Ihr hört das doch auch, oder? Was denn? Und das, was keiner wirklich weiß, ist, was am Ende von uns bleibt. Außer Memories und Stories und den Bildern unserer Zeit. Die drei Fragezeichen. Erbe des Drachen. Wir sehen uns morgen, Kollegen. Justus Jonas! Ich komme ja, Tante Mathilda! Nur im Kino. فيران تجارب، شعب نايم، شعب مخدر، كل عمركم شعب مخدر. لازم تقوموا، لازم تصوروا على الأنظمة الفاسدة تبعكم، الأنظمة عم تصادر دمكم، اللي عم تسحب منكم أولادكم، عم تدمر تاريخ وعم تدمر مستقبل. شو عملتوا؟ ربنا يصبرك يما، ربنا يقويك يما.